Herzlich willkommen zur 171. Folge Space Exploration mit Felix. Hallo. So, und mir ist hier noch was ganz Dummes aufgefallen. Was ist dir denn Doofes aufgefallen? Ja, damit ich blaue Dinger kriege, blaue Motoren. Bräuchten die blauen Motoren vielleicht auch Eisenplatten. Das ist doch schön. Gut, dass dir sowas wenigstens auffällt. Oh, kein Strom mehr. Aber der Stromausfall war tatsächlich nur... Sekunde? Okay. Also ein kompletter Stromausfall ist nur eine Sekunde. Na dann. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, und dann brauchte ich, was war das jetzt? So, rote Schaltkralle, kommt, das kommt, das kommt, das kommt. Das kommt. Ach ja, Beton, das war die Geschichte. Dann zeigen wir mal Beton. Dafür müssen wir das bauen, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kommt so. Das heißt also. Und hier bitte Beton. Dann hier bitte drauf. Sand und Wasser hätte ich fast gemeint. Sand und Ziegelsteine. Sand und Ziegelsteine. So, Ziegelsteine kriege ich nicht. Das heißt, ich brauche hier noch eine Schmelze irgendwie. Vor Ort irgendwas. Haben wir noch irgendwelche... Wie heißen die denn? Die Frachtrakete, die brauche ich nicht. Schmelz hier, so industrielle Furnatze. Kriegen wir davon welche? Achso, dafür bräuchte man vielleicht unter Umständen Logistikbereich, ne? Damit die unter Umständen geliefert werden. Ah, 76 sind sogar lieferbar. Perfekt.
So, kommen jetzt solche Schmelzen oder eher nicht? Potenziell vermutlich eher nicht. Oh, warte mal, da ist gerade eine Schmelze gekommen. Sogar zwei. Und du sollst machen. Hier, was brauchen wir dafür jetzt? Ziegelsteine, genau. Und so ein, ah, das waren die Pumpjacks hier, ne? Die Ja. heißen Pumpjacks. Mal wieder. Oh. Nein, Pumpjack. Förderpumpe. Wasserbodenpumpe. Wo ist er? So, die wird gebaut. Na dann. So, wie viel brauchst du? Okay, ich glaube, das reicht nicht. Mal ein bisschen schneller. Okay, ich glaube, das reicht nicht. Warum denkst du so zu was, dass es nicht reichen könnte? Weil es so ist. Und warum ist das so? Hanuta. Was? Okay. Hanuta. So, jetzt kommt das Zeug. Ja, dann fehlt es jetzt tatsächlich. Warum kommt da jetzt nichts mehr? Warte, echt, jetzt reicht das auch nicht. Okay, das reicht nicht. Dann brauchen wir hier mehr. Das.
Okay, das könnte jetzt unter Umständen reichen, theoretisch. So, jetzt habe ich das nächste Problem hier. Weil jetzt kommt nämlich hier ein Kupferfeld und dann sind wir auch schon fast am Ende von dem einen Block hier. Da muss ich mal nach unten gehen. Mal unten weiter was bauen. Ist natürlich jetzt alles ganz ungünstig und so, ne? Ja, doch so ein bisschen, ja. Wo ist der Dings? Da bist du. Wo kommt der Zug gefahren? Das ist der da oben. Ist das der Zug? Das müsste der Zug sein, ja. Ja, genau, du ziehst einfach mal rechts vorbei. Muss trotzdem anhalten. Haha. So, das heißt, jetzt kommt erstmal noch eine. Oh, Shittings, da fehlt noch eine Reihe Fließbänder. So, dann könnt ihr das aufbauen. Dann kommen jetzt mal kurzfristig so ein paar Plastikbahnen. Ja, wenn man sich das überlegt, dass das hier vorne nur 1,4 km sind, dann ist das eigentlich ganz schön traurig. Von 1,4 km geht die Hälfte erstmal durch. Das ist doch toll. Oh, dann ist das jetzt wieder gestaut. So, dann können jetzt noch ein paar rote Schaltkreise gebastelt werden. Das ist auch gut. Dann kriege ich vielleicht jetzt eventuell mal ein oder zwei von den Roboterhangern fertig. Das wäre auch nicht schlecht. Ne, ich krieg davon gar keinen fertig. Oh, doch, einer ist fertig geworden. Immerhin. Der steht da aber noch nicht. So, aber das ist fertig. Da oben fehlt noch so ein Dreiviertelteil. Da oben fehlt alles. Wenn sie zumindest jetzt mal eine Strecke fertig kriegen würden, dass wir vielleicht schon mal einen zweiten Ölzug bekommen. Ich glaube, das wäre schon mal so ein riesengroßer Vorteil. Findest du? Ja, eigentlich grundsätzlich schon. Weiß ich jetzt nicht so ganz, ob du das richtig siehst, aber ich unterstütze dich natürlich bei deiner Meinung natürlich sehr gut. Ja, das finde ich echt geil von dir, Felix. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also höchsten Respekt, finde ich top.
So, TOD-Netz, Fließband. Soll noch 2100 da sein. Ja, und warum baut er da nicht? Kein Bock oder was? Auch. Da sind sie. Das sind 150. Da sind noch welche. Das sind 100. Hä? Wo sind denn die anderen 2000 oder 1100 Stück? Nicht da. Da ist auch noch eine Kiste. 150. Ach, da sind 1100 drin. In der Kiste. Ah, alles klar. Oh, einer ist da fertig. Da ist einer fertig. Da ist einer fertig. Da ist einer fertig. Da ist einer fertig. Haben Sie ja doch schon mal ein paar mehr fertig gekriegt. Immerhin. Da bin ich doch relativ zufrieden. Dann könnte das vielleicht doch klappen. So, und ihr? Doch, ihr seid doch im Baubereich. Aber die Roboter haben keinen Bock. So muss das doch, oder nicht? lädst du lädst mit immer noch mit 400. Ah, jetzt haben sie gedacht. Okay, jetzt machen wir doch mal was. Sehr schön. Die interessante Frage ist, wo bringen sie die Dings hin? Die Roboports. Das heißt, wo geht's weiter? Bei meinem Glück machen sie das was hier oben, wo ich abs. Wo ich absolut gar keine Chance habe. Klingt doch super. Ich würde schon fast sagen, das klingt fast vielversprechend. Das Problem ist, dann werden es sich gleich der Züge losfahren, wovon ich eigentlich wie sieht denn das überhaupt in den Schmelzen aus? Nichts mehr da. Okay, also waren nicht die Alten. Nee. Das ist die Eisenschmelze, ne? Okay, da ist nichts mehr da tatsächlich. Ach, guck mal, ich mach Glas. Oh, aber Glas ist fast komplett voll. Wird überhaupt schon Glas abgeholt? Ich glaube nicht, ne? Nö. Ich brauche kein Glas. Wird gar nichts abgeholt. Aber Hauptsache, das wird produziert. So muss das, das ist wichtig. Das habe ich mir eigentlich auch so gedacht. Ich habe da auch gar keine. Ach nee, ich kann da gar keine Verteidigung. Ja, alles klar.
Das ist auch so viel Sand, so ein Schmuh an Glas hier rauskommt. Das ist super. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Achso, wir sind auch noch gar nicht voll. Es war so klar, dass ihr tatsächlich erst das hinten baut, ne? Ach man, Leute, nimmt doch. Ey. Es gibt 48 verschiedene Stellen, wo die Dinger wirklich deutlich, deutlich besser angelegt werden, aber okay. Das denkst du, aber die Realität sagt was anderes. Sechs, neun, zehn, elf. Elf mal. Elf mal Förderpumpen. Dann die normalen Pumpen. Pumpen, Pumpen, Pumpen. Wo waren die denn jetzt? Da sind die Pumpen. Brauchen wir noch. Davon ein paar, davon ein paar. Das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Habe ich noch einen Zug im Inventar? Habe ich tatsächlich noch? Habe ich einen Zugstrich in der Nähe? Habe ich tatsächlich noch? Ach so, ich kann ja eh nicht runterfahren. Aber ich könnte zumindest bis nach hier vorne fahren, wollte nicht so weit zu laufen. Immerhin. Also die 200 km, die fühlen sich echt nicht so toll an. Ach, du ahnst nicht. Ja, jetzt weiß ich, was Felix meinte. Hier ist ja Schnee. Deshalb war ich relativ glücklich darüber, endlich mal ein Stück weg zu sein von dieser Stelle, so ungefähr. Allerdings sind wir am Ende der Folge angekommen. Och Felix, Alter, du bist so ein Spielverderber, ist das? Ja, es ist mein Job, dafür werde ich bezahlt. Du bist bezahlt? Ja. Seit wann? 37 Jahren so ungefähr. Ach, na dann. Man muss es einfach nur richtig anstellen, dann wirst du auch ein bisschen länger bezahlt, so ungefähr. Okay. Hast du mal genug Zeit rausgezögert, um das noch fertig zu bekommen? Nee, bei weitem nicht. Ich muss noch 4 Stück setzen, Moment. Eieiei. Ich muss noch eine setzen. Ach, da oben ist noch eine. Jetzt habe ich genug Zeit rausgezögert. Das freut mich. Mich auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und so, Geräte, Teile. Ciao. Tschüss.